Hallo ihr Lieben, willkommen zurück mit einer Neuigkeit. Und zwar ist das neue DLC von dem Fischspiel draus, die Königskrabben. Und ich habe mir das natürlich gleich geholt, das ist seit gestern draußen. Und ja, es ist toll. Ich habe es auch gleich mal ausprobiert. Okay, man sollte die denn erstmal stapeln, ne? Ich habe mir natürlich das Schiff hier, das erkläre ich, zeige ich euch auch im Spiel noch, ausgesucht. Ich habe nicht das erste Schiff genommen. Vielleicht hätte ich das tun sollen mit den Rundkörben. Hier gehen nur diese viereckigen Körbe rauf, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Toll, ich habe mich gefreut und ja. Wunderschön. Endlich ist es da. Und ja. Sie müssen natürlich noch ein bisschen was dran tun. Weil die Schiffmechanik, das werde ich euch gleich zeigen im Spiel. Mal gucken, ob ich das Bild ein bisschen größer kriege. Das wäre natürlich toll. Weil die Schiffsmechanik, ja, die geht gar nicht. Also das Schiff, das braucht ja Stunden. Wenn, ja, wir können es sehen, so. Also, echt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. War super. Ach, wie ihr seht, ist Anime gerade live. Ja. Ja, das ist nett, dass das da jetzt ist. Hallo, geh mal da weg. Ja. Ich bin ein bisschen heiser, aber ich denke mal, man versteht mich trotzdem ganz gut. Und ja. Wie gesagt, also wir sehen uns jetzt gleich im Spiel. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde dann gleich den Korb einholen. Ich hoffe, er ist auch so prall gefüllt wie der hier. Das war natürlich traumhaft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tja, da sind sie. Die niedlichen kleinen Dinge. Okay, dann wollen wir mal gucken. Hey, Männchen, okay. Hallo. Da rein. Männchen. Weibchen. Männchen. Weibchen. Weibchen. Ja, die werden hier einfach so über Bord geschmissen. Noch ein Weibchen. Ist aber nicht nett. Das ist ein Männchen. Okay. Weibchen. Da kommen bestimmt bald die Krimpis zu mir, denn hier sind die Tierschützer. Die werden natürlich sanft ins Wasser geschmissen. Die sollen uns ja neue Männchen schicken. Jetzt wird es langsam duster. Okay, Männchen. Gut. Ja, wie habe ich darauf gewartet, dass das endlich kommt? Jetzt ist es da. Sehr schön. Das Schiff. Ja. Das ist nicht so toll, nein. Ich habe jetzt zwar nur die Motorstufe 1 drinne, aber es lenkt sich, als wenn, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, die Wellen sind jetzt auch extrem doll, aber der Wendekreis ist schlimmer wie beim Bus. Sogar schlimmer wie bei einer Odyssee, also. Also ich drücke hier volle Pulle nach rechts und er fällt ja ganz wenig nach rechts. Ich
hatte sie gestern, also gestern kam das Update ja raus und da habe ich sie gleich mal ausgeschmissen, die Leinen, damit wir ein bisschen was zu sehen haben. Okay. Also es ist echt problematisch, das wieder einzufangen hier alles. Naja. Guckt euch das an. Also, ich meine, ja, wirklich, also die Wellen sind ja nur extrem. Aber trotzdem, also das Schiff, ich drücke hier volle Pulle die A-Taste. Man steuert ja das Schiff mit WASD. A natürlich für links, D natürlich für rechts. Ja, also meine Taste ist hier schon ein bisschen kaputt bald. Zu dolle drücke ich die. Also einsammeln tut man die Körbe ja, also man setzt sie ja aus mit dem Tübi und einholen musst du sie selber mit dem Kran. Ich zeige euch das mal an einer. Den Rest mache ich dann mal ganz kurz ohne euch, dann treffen wir uns gleich wieder im Hafen. Gucken, ob wir die hier vorne kriegen. Also ein Querstahlruder wäre schon schön. Oh nein, wir kriegen sie nicht, ist klar. Oder? Oder? Wäre natürlich toll, toll, toll. Ja, wir haben sie trotzdem gekriegt, okay. Also einholen tut er sie alleine mit diesem Kran hier hinten. Wenn ihr das seht, da. Und rausholen tust du sie so, wie du sie auch reintust eigentlich. Mehr oder weniger. Na, na. Nicht so Chanel. Komm schon, gib mir das. Das ist meins. Ich will das. Okay. Ja. Komm schon. Würdest du das wohl jetzt? Okay. Ehe es nehmen. So. Und dann irgendwie ein bisschen rüber. Falsche Richtung. Oh, nee, nee, nee. Warte, warte, warte. So. So. Und da platzieren wir es. Es schlackert wie. Wow. Okay, mit F verlassen wir die ganze Geschichte. Und dann gehen wir hin und dann. Ja, kippen wir sie aus. Und sortieren sie und dann bis zum nächsten. Ich habe vergessen, die Geräusche hören sich auch cool an. Also haben sie schon Mühe gegeben, muss ich mal so sagen. So. Okay, dann wollen wir mal gucken. Okay, das Männchen, das kommt da rein. Auch eins. Auch eins. Auch eins. Woran erkennt ihr, warum das ist ein Männchen ist? Ihr seht doch dieses V da. Genau in der Mitte ist das so ein V, so eine Art V. Und das sollte ein Männchen sein. Und mal gucken, das hier, guck mal, da ist dieses V nicht. Da ist das mehr so. Er sieht aus wie ein Beutel. Das ist das Weibchen. Was von uns Flugstunden bekommt und ins Wasser fliegt. Weiß nicht, ob diese Lösung so gut ist. Also, so direkt ins Wasser schmeißen. Nicht nett. So, das noch ein Männchen, Weibchen. Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet, seitdem ich das gehört habe, dass das kommen soll. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns gleich im Hafen wieder. Ich mache hier noch mal schnell das
bisschen zu Ende und dann. So, wir sind angekommen und wir verkaufen mal. So. Jetzt nicht die Menge, ich habe auch nur die Körbe mitgenommen, die wir drauf hatten schon. Also ich habe nur 10 mitgenommen, erstmal zum Testen. Ja. Wir haben leider 2 weibliche Krabben bei gehabt. Das war der Anfang. Weil ich halt, ja, mich nicht so wirklich auskannte. Und deswegen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also das Schiff muss auf jeden Fall aufgerüstet werden. Auf jeden Fall. Weil das ist echt nicht gut. So. Okay, da ist jetzt gerade nichts Neues. So. Stadt. Achso, das ist das Anheuern, okay. Ich musste mir natürlich einen Kredit aufnehmen, sonst hätte ich das nicht machen können. Und ja, meine andere Crew musste ich leider von Bord schmeißen. Man konnte sie nicht behalten. Okay. Wir brauchen ein paar mehr Körbe. So. Nummer 20. 2 Kilo brauchen wir. Das ist, damit wir da was reintun, damit die auch anbeißen. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir unser Schiffchen, ein bisschen aufwerten können. Jetzt muss ich mal gucken, wie waren das? Fischen gehen? Nein. Das ist das. Wie konnte ich denn jetzt meinen, da. Zeige ich euch mal. Also, das Schiff ist neu dazugekommen. Für die Krabben. Das habe ich mir jetzt ja auch geholt. Also, ich muss sagen, es ist sehr unhandlich. Dann ist dazugekommen. Hallo? Na, wo ist es denn jetzt? Ne, das ist das, was ich jetzt schon habe. Ja, nu. Hallo? Würdest du mal bitte das runterscrollen? Danke. Also, nochmal gucken. Das war ja das sowieso, das hatten wir ja. Das war das erste Schiff, das gab es auch schon. Das auch. Das Schiff gab es auch. Das ist neu. Aber vielleicht hätte ich mir erstmal das hier holen sollen. Also das andere Schiff ist sehr, ja, nicht so toll. Und hier gehen auch nur die kleinen Rundkörbe rauf. So. Und dann ist dazu gekommen. Das war schon. Das war schon. Das war auch schon. Das ist neu dazu gekommen. Das hatten wir schon. Das kennt ihr auch. Das ist ja schon das Ältere. Das genauso. Das haben wir jetzt. Und das ist immer noch das, ne? Das Größte, aber damit kann man halt nur Fische fangen. Genauso wie damit kann man nur Fische fangen. So. Können wir denn bei dem Schiff noch was ändern? Das, was wir jetzt haben. Laderaum brauchen wir nicht vergrößern, weil so viele Krabben kriegt man nicht. Motor, also auf jeden Fall muss geändert werden.
dass wir das da. Das muss unbedingt reingebaut werden. Das funktioniert sonst nicht. Also das Schiff ist sehr, also wirklich sehr, sehr, sehr unhandlich. Also ganz ehrlich. Also das müsst ihr unbedingt einbauen. Ich denke mal, damit wird es ein bisschen einfacher zu manövrieren. Ich baue das mal ein. So. Gucken wir mal, wie das jetzt ist. So, ablegen. Körper habe ich an Bord. Gut. Oh, oh. So, wo mal. Ah. Nimm dein Hintern war weg, du. Boot. Es wird nicht besser. Okay. Also ich kann machen, was ich will. Also das Boot ist sehr, sehr unhandlich. Dann zeige ich euch einmal, wie man die Körbe da reinschmeißt ins Wasser. Also ich habe mich wirklich auf das DLC gefreut. Das ist echt cool. Wenn die es auch noch hinkriegen würden, dass diese Schiffe nicht so sich so benehmen, als wenn es, ja weiß ich nicht. Aber guck mal, wie langsam sich das dreht hier. Also mal ein bisschen mehr Gas. Aber Alter. Das geht gar nicht. Ich habe wirklich also den Finger hier auf die Tastatur ist gleich durch. Also. Guckt euch das an. Also auf jeden Fall die Körbe nicht so dicht nebeneinander ausschmeißen. Ruhig schön Platz lassen, weil das Schiff ist echt, also puh. Das geht mit jeder Welle, geht das mit. So. Also guckt euch diesen Wendekreis an, ja? Vorher war noch schlimmer. Das geht einfach nicht. So, also ich habe, also gestern kam das ja raus. Das, Königs... Krabben-DLC und... Tja... Seit gestern habe ich das dann auch versucht und gemacht und getan. Und ich habe 5, 6 Abstürze bestimmt. Warum auch immer. Also ich denke mal, da wird auch noch mal so ein Fix-Patch kommen, irgendwie, die Tage. Weil so ist nicht schön, wenn man andauernd Abstürze hat. Okay. So, nach gefühlten 20 Minuten haben wir es denn jetzt geschafft, auf Kurs zu sein. Das ist doch schön. Also ein bisschen was machen müssen sie noch, ne? Also ich fahre hier volle Pulle, das Schiff ist leer und wir haben 10 Knoten. Gut, ich habe erst Level 1 drauf. Aber... Ja, weiß ich nicht. Das hackt auch voll, guck mal. Also... Weiß ich nicht, seht ihr das? Das Schiff, das hackt richtig. Müsste man eigentlich sehen, ne? Und ich habe jetzt nicht den Porno-PC, aber trotzdem dürfte das ja nicht so hacken. Naja, gut. Du hast jetzt auch hier oben schon das Königsrappen so, ne, drin. Und es viel. Die habe ich jetzt draußen gelassen, weil das war so mühselig. Ich habe ja jetzt Neues. Und dann fahren wir mal da oben hin, dann schmeiße ich mal einen Korb raus, damit ihr das auch gesehen habt. Und dann... Aha.
aussetzen. Gut. Okay. Und wir sagen mal hier hin. Denn da. Nee, so nicht. So. Gut, da fahren wir mal schnell hin. So, zack, zack, zack. Okay. Gut, dann gehen wir mal zurück. So, jetzt haben wir es auch noch dunkel. Mhm. Jetzt guckt euch diesen Seegang an. Das ist echt, also, wow. Das Schiff ist sagenhaft. Das fällt mir nicht so ein. Also ich würde sagen, wir habe ich jetzt gedrückt. Achso. Twitter habe ich gedrückt. Ja. So. Müssen wir mal irgendwie anders uns hinstellen. Also es muss schon. Also, jetzt. Und mitten in der Nacht wollte ich das jetzt nicht auswerfen. Dann fahren da oben hin. Dann fahren da die ersten Körbe raus. Warte. Nee. Schön. Dann so. Da werfen wir aus und dann fahren wir wieder runter. Okay. Okay. Ich glaube, das Boot ist erkältet. Aber ich glaube, wir haben schon wieder einen Absturz. Ja. Also es ist... Nee, doch nicht. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Nee. Hallo. Zeig mal her. Hier sind jetzt die Fische. Gut, der muss hier auf jeden Fall hin, so. Und jetzt geht er dahin, so. Wie man sieht. Richtig schnell, wie man sieht. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ah. Na, hallo. Gut. Wir wollen... Dein Gott. Nee. Wir sollten aber ein bisschen Fahrt machen. Okay. Und dann muss ich überlegen, wie komme ich denn da jetzt hin? Zu dem Kran. Hallo? Die Brücke. Auf die Brücke muss ich erst. Da oben nicht. Irgendwie konnte ich doch aber auch so auf die Brücke gehen, oder? Natürlich so. Gut, dann müssen wir jetzt da zu der Tür. So. Und jetzt nehmen wir mit E den Kran. Gucken, wo er ist. Da. Okay. Ja. Wir müssen einen Korb nehmen mit E. Den müssen wir dem
Typi jetzt geben? Ihm am besten nicht am Kopf hauen. Damit er den bestückt. Da. Und wie ihr seht, ist der Wellengang. Eieieiei. Ey, jetzt packt er das da rein. So. Dann könnten wir schon den nächsten nehmen. So. Bin vorsichtig. Weiß nicht, ob ich da so eine Unfallversicherung habe. Mal gucken. Hat er die jetzt? Fahren wir nun ein Stückchen oder fahren wir nicht? Ja, da, guck mal, da ist der erste. Wir sollten ein bisschen schneller fahren, glaube ich. Kann man ja immer noch hier machen. Ja. Wer braucht da einen Moment länger da? Ich weiß nicht warum. Ah. Sonst sind die nämlich so dicht wieder zusammen. Das wäre blöd. Okay. Bisschen windig hier wohl. Tja, wenn man denn, weil er ist ja nun überhaupt nicht geübt und nicht erfahren im Punkt, um hier die Dinger voll zu packen, dann geht es natürlich noch ein bisschen schneller. Gut, das ist jetzt ein kurzer Einblick in das neue DLC. Die Königskappe. Also ich freue mich und ich werde jetzt auch ein bisschen weiter zocken. Ich lasse unten in der Videobeschreibung natürlich den Link da, dass ihr euch das auch holen könnt, falls ihr Interesse habt. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch schreiben, falls ihr mehr Videos sehen wollt davon. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Bye.